Hallo, herzlich willkommen zu deinem Kurs. Ich bin Birgit und wir werden uns jetzt erstmal ein bisschen aufwärmen. Wir atmen über die Seite tief ein und wieder aus. Ein und aus und ein letztes Mal. Atmen ein und aus und kreisen die Schultern im Wechsel nach hinten. 4, 3, 2, ziehen die Arme wie ein V nach oben, strecken uns und jetzt rund werden, den Bauch nach innen ziehen und noch einmal strecken die Arme wie ein V, atmen ein und atmen aus und werden ganz rund. Noch zweimal einatmen und ausatmen. Letztes Mal ein und aus. Ganz locker, die Beine schließen, nehmen unser Kinn nach unten und rollen die Wirbelsäule ab, Wirbel für Wirbel, ganz locker nach unten abrollen und dabei ausatmen und einatmen und ganz langsam wieder nach oben aufrollen. Dreimal in eurem eigenen Atemrhythmus. Ein letztes Mal. Dann noch einmal ganz locker die Schultern nach hinten kreisen. 4, 3, 2 und die Arme über die Seite nach oben ziehen. Vier, drei, zwei und lösen. Nimm unsere Hände auf unsere Rippenbögen. Atme tief ein in die Rippenbögen, durch die Nase in die Rippenbögen ein. Öffnen die Rippenbögen zur Seite, nach vorne, nach hinten. Und atmen wieder aus und ziehen dabei den Bauchnabel nach innen und nach oben. Zweimal im eigenen Atemrhythmus, einatmen in die Rippenbögen und wieder ausatmen, Bauchnabel nach innen und nach oben ziehen. Einmal noch, ein letztes Mal im eigenen Rhythmus. Ausatmen. Und dann lassen wir unsere Hände, unsere Arme ganz locker hängen, machen einen Ausfallschritt über die Matte, gehen nach unten und kommen von hier aus in den Vierfüßlerstand. Setzen die Hände unterhalb der Schultern, die Knie unterhalb der Hüften und atmen tief ein. Und mit der Ausatmung spannen wir unser Powerhouse an und versuchen dann das rechte Bein nach hinten auszustrecken. Einatmen und ausatmen. Nur das linke, das rechte Bein ausstrecken und einatmen. Und mit der Ausatmung ziehen wir das Bein wieder zurück. Einatmen. Solltet ihr jetzt während der Bewegung das Powerhouse verlieren, dann immer noch einmal fest mit der Ausatmung neu anspannen. Zweimal noch. Dann setzen wir das Knie unten ab, spannen unser Powerhouse noch einmal erneut an mit der Ausatmung und schieben das andere Bein nach hinten. Einatmen und ausatmen. Schön langsam und fließend am
besten immer im eigenen Atemrhythmus, weil jeder hat einen anderen Atemrhythmus. Und die letzten zwei. Setzen das Knie ab, einmal kurz auf die Fersen setzen und mal die Handgelenke ein bisschen ausschütteln. Wir erweitern diese Übung, wir nehmen wieder die Hände unterhalb der Schultern, Knie unterhalb der Hüften. Powerhouse anspannen erneut, dann strecken wir mit der Einatmung das rechte Bein nach hinten aus und heben den linken Arm nach oben an. Ausatmen tief. Einatmen, strecken. Tief und hoch. Ganz langsam fließend. Ladies and gentlemen, welcome to the world of three, four steps. Und die allerletzten vier. To understand the art of life, you consequently have to count this way in your mind. One, two, three, two, two, three. Letztes Mal. Setzen uns in Richtung Fersen, strecken die Arme lang nach vorne aus. Kommen wieder nach oben. Spannen unser Powerhouse erneut an. Strecken das andere Bein nach hinten aus und den Gegenarm mit dazu und atmen ein. Atmen aus. Atmen ein. Und wieder aus. Schön langsam und fließend. Mach noch zwei Wiederholungen. Letztes Mal. Hand und Knie absetzen, setzen uns wieder zurück in Richtung Fersen, strecken die Arme lang nach vorn und richten uns auf und legen uns in die Bauchlage. Strecken die Arme lang aus, Handflächen zeigen zum Boden, die Beine sind leicht geöffnet, die Füße liegen auf den Fußrücken und dann atmen wir tief ein. Und wieder Powerhouse anspannen mit der Ausatmung. Heben die Arme beide vom Boden und bewegen die Arme jetzt ganz leicht auf und ab. Versucht, während ihr diese Armbewegung macht, das Powerhouse angespannt zu halten. Bauchnabel ist immer noch innen und oben. Die Arme am Boden ab und heben beide Beine an. Auch hier ist das Powerhouse angespannt und wir bewegen nur die Beine auf und ab. Füße sind gestreckt. Wir legen die Beine unten wieder ab. Heben die Arme nach oben und bewegen wieder nur die Arme auf und ab. Legen die Arme unten am Boden ab. Achten nochmal auf das Powerhouse und dann wieder die Beine anheben. Und bewegen nur die Beine auf und ab. Beine ablegen. Ganz
ganz kurz entspannen. Einfach nur mal die Beine nach oben, die Stirn ablegen. Ganz kurz entspannen. Dann lassen wir die Beine unten wieder liegen. Diesmal nehmen wir die Beine eng zusammen. Wir nehmen unsere Hände an die Außenseite vom Oberschenkel. Einatmen und ausatmen. Powerhouse anspannen. Einatmen und mit der nächsten Ausatmung den Oberkörper anheben und die Arme nach außen rotieren. Wir atmen ein und kommen so weit zurück, dass die Nasenspitze knapp unten vor dem Boden ist. Ausatmen und einatmen. Aus und ein. Aus und wieder ein. Diese Bewegung im eigenen Rhythmus weitermachen. Noch fünfmal. Dann lösen wir, wir legen die Hände wieder ab, Stirn ablegen, die Beine nach oben, ganz kurz entspannen. Wir drehen uns rum in die Rückenlage, winkeln die Beine an und die Arme liegen lang ausgestreckt unten am Boden. So, wir bewegen jetzt unseren Rücken ganz auf die Matte. Das heißt, wir rollen den Rücken ab vom Steißbein an so lange, bis der Rücken ganz am Boden aufliegt und dann rollen wir wieder nach oben auf. Abrollen, bis der Rücken unten liegt, aufrollen. Diese Bewegung ein paar Mal jeder für sich. Auf- und abrollen. Und dann werdet ihr von der Bewegung her immer so ein bisschen kleiner. Ganz wenig auf- und abrollen, bis ihr irgendwann in Rückenlage liegt und so eine kleine natürliche Wölbung unten im Rücken spürt. Das ist unsere natürliche Position. Dann nehmen wir das rechte Bein angewinkelt nach oben und das linke dazu und drücken jetzt unseren Rücken ganz fest in die Unterlage. Wir haben nicht mehr diese natürliche Wölbung. Der Rücken liegt jetzt ganz unten auf. Die Arme liegen ausgestreckt am Boden. Spannen mit der Ausatmung unser Powerhouse an und dann ganz minimal die Fersen in Richtung Boden ziehen. Langsam und fließend und auch nur so weit nach unten ziehen, dass der Rücken ganz unten auf dem Boden liegen bleibt. Das Powerhouse bleibt angespannt. Schön langsam und fließend. Macht diese Bewegung im eigenen Rhythmus. Wenn ihr schneller seid, seid ihr schneller. Oder wenn ihr langsamer seid, macht es langsamer. Allerletzten jetzt noch viermal. Dann ziehen wir beide Knie ran und bewegen einfach mal ganz locker den unteren Rücken von rechts nach links. So, wir machen mit einer Bauchübung weiter. Dazu ziehen wir das rechte Knie zu uns ran. Wir fassen jeweils an der Außenseite vom Knie und strecken das andere Bein lang aus. Atmen ein, atmen aus, Powerhouse anspannen.
Jetzt wechseln wir nur die Beine. Wir ziehen erstmal die Hände nur an die Außenseiten vom Knie und strecken und beugen im Wechsel die Beine. Auch hier liegt der untere Rücken auf. Wir ändern gleich die Armbewegung. Und zwar ziehen wir die äußere Hand an den Fußknöchel, die andere Hand etwas unterhalb vom Knie. Könnt ihr die Beine höher nehmen, dann ist die Übung einfacher. Ihr könnt aber auch die Beine weiter nach unten zum Boden ziehen, dann wird es etwas schwieriger. Der Kopf bleibt unten liegen. Und die letzten zwei. Beide Knie ranziehen und wieder den unteren Rücken von rechts nach links. So, eine weitere Übung für die Bauchmuskeln. Wir lassen die Arme lang ausgestreckt, ziehen beide Beine nach oben, setzen die Fersen so ein bisschen aufeinander und öffnen die Beine, die Füße oben wie ein V. Spannen unser Powerhouse an und dann heben wir mit der nächsten Ausatmung nur die Arme vom Boden und pumpen nach unten. Während dieser Pumpbewegung bleibt der untere Rücken auf dem Boden und wir atmen beim fünfmal Pumpen ein und aus beim nächsten, bei den nächsten fünf Pumpbewegungen. Einatmen. Bewegung weiter ein- und ausatmen. Fünf Pumpbewegungen ein und fünf Pumpbewegungen aus. Ihr könnt das mit der Atmung unterstützen. Ein, aus. Letztes Mal und lösen. Knie ranziehen und den unteren Rücken locker bewegen von rechts nach links. So, wir machen jetzt eine Übung für die schrägen Bauchmuskeln. Setzen die Füße unten ab. Arme ausstrecken zur Seite. Und dann spannen wir unser Powerhouse wieder an und kippen die Beine einfach nach rechts. Der Blick geht nach links. Wir schauen zur anderen Seite. Atmet ganz normal weiter tief ein und aus. Wir nehmen das obere Bein mit dazu und schieben das Bein zur Seite. Hier ist wichtig, dass ihr diese Bewegung mit dem Bein nicht mit Schwung macht, sondern mit Kraft. Und die allerletzten. Nur noch viermal. Ein letztes Mal. Dann kommen wir über die Seitlage nach oben in den Sitz und setzen uns hier ans Ende der Matte. Und lassen einfach mal den Oberkörper ganz locker hier über die Beine hängen. Kommen in den sogenannten Kutschersitz und halten. Wir lösen und setzen uns in den Langsitz. Strecken die Beine lang aus, ziehen die Fußspitzen nach oben. Atmen tief ein, atmen aus. Spannen unser Powerhouse wieder an und dann atmen wir ein. Heben unsere Arme in Verlängerung der Schulter nach vorne,
atmen aus und rutschen jetzt über unsere Sitzbeinhöcker nach hinten und strecken uns mit der Ausatmung ganz lang nach vorne. Atmen ein und kommen wieder zurück und mit der Ausatmung die Arme nach unten absenken. Wiederholen, einatmen, über die Sitzbeinhöcker nach hinten und ziehen uns lang nach vorne. Richten uns wieder auf und setzen die Arme unten ab. Und diese Bewegung mal jeder in seinem eigenen Atemrhythmus, schön langsam und fließend. Immer versuchen, weiter nach vorne zu ziehen. Nur noch 3 Wiederholungen. Und dann lösen und winkeln die Beine wieder an. Lassen uns wieder über die Beine drüber hängen. Tief ein- und ausatmen, ganz kurz entspannen. Richten uns wieder auf und kommen von hier aus in die Seitlage. Wir legen uns lang ausgestreckt auf dem Boden, ganz gerade liegen. Hüftknochen, wenn wir jetzt so liegen, liegen direkt übereinander. Wir legen eine Hand unten ab, spannen unser Powerhouse an. Ihr könnt den Kopf ablegen und wenn ihr merkt, der Kopf liegt nicht in Verlängerung der Wirbelsäule, könnt ihr auch den Unterarm dazu nehmen. Wir nehmen das obere Bein, heben das obere Bein etwas an, ziehen die Fußspitze zu uns ran. Und dann schieben wir das untere Bein so ein bisschen nach vorne, so leicht angewinkelt. Das Bein, das obere, das ziehen wir tief und einatmen hoch. Tief, hoch. Gar nicht so weit nach oben. Das ist nicht wichtig, dass das Bein jetzt weit nach oben gezogen wird, sondern einfach nur die Bewegung. Wir atmen ein und aus. Langsam und fließend. Und aus. Achtet auf euer Powerhouse. Wenn ihr merkt, es ist nicht mehr da, wieder mit der Ausatmung anspannen, den Bauchnabel nach innen und nach oben ziehen. Noch 8 Mal. Fünf. 4, 3 und letztes Mal. Wir lösen. Legen das Bein einfach über das unten liegende Bein. Strecken das untere Bein lang aus und ziehen vom unteren Bein die Fußspitze nach oben. Und machen genau die gleiche Bewegung, wie wir es eben gemacht haben mit dem oberen Bein. Wir schieben das Bein langsam hoch und ab. Hoch und ab. Atmen ein und aus.
ein und aus. Auch langsam und fließend. Und die letzten 4, 3. Letztes Mal lösen. Komm dann über die Seitlage nach oben in den Sitz und ziehen einfach mal den Arm, auf dem wir gelegen haben, nach oben. Strecken uns ganz lang. Ausatmen zur Seite. Einatmen nach oben und strecken. Einatmen und ausatmen. Ein. Und ein letztes Mal mit der Ausatmung zur Seite ziehen. Und dann lösen wir. Legen die Beine auf die andere Seite. Und legen uns noch einmal lang ausgestreckt auf dem Boden. Ganz lang machen. Eine gerade Linie. Wir stützen uns hier wieder ab mit der Hand. Jetzt guck nochmal mit dem Kopf. Ist er in Verlängerung der Wirbelsäule? Wenn nicht, den Unterarm einfach mit dazu nehmen. Wir atmen ein. Und wir atmen aus. Spannen unser Powerhouse an. Einatmen, das obere Bein anheben. Und tief. Hoch. Und ab. Ein. Und aus. Langsam und fließend. Und die letzten 5, 3 Mal und letztes Mal hoch und ab und lösen. Nehmen das obere Bein angewinkelt über das untere Bein, strecken das untere Bein lang aus, Powerhouse anspannen. Und jetzt geht's los. Wir heben das Bein ein und ausatmen. Ein, aus. Und aus. Gleich geschafft. Die letzte. 5. 2 Mal. Und letztes Mal. Und dann habt ihr es geschafft. Einfach wieder lösen. Legen die Beine übereinander. Und kommen langsam nach oben. Wieder in den Sitz. Den rechten Arm nach oben. Powerhouse ist angespannt. Wir strecken uns mit der Einatmung und kommen mit der Ausatmung zur Seite. Strecken ein. Ausatmen zur Seite. Strecken ein. Ausatmen. Und dann lösen wir
So, die Beine sind geöffnet. Wir sitzen auf unseren Sitzbeinhöckern. Spannen unser Powerhouse mit der Ausatmung an. Und mit der nächsten Ausatmung strecken wir beide Arme zur Seite und ziehen mit der nächsten, nee Quatsch, nochmal von vorne. Wir atmen ein und strecken die Arme. Mit der Ausatmung einmal den linken Arm zum rechten Fuß, den anderen Arm nach hinten, einatmen zur Mitte zurück und dann wechseln wir die Seiten. Gehen tief. Ein und wieder aus. Versucht mit der Ausatmung immer so ein kleines Stückchen weiter zum Bein zu ziehen. Und jetzt im eigenen Atemrhythmus weiter. Die allerletzten. Nur noch zwei Wiederholungen. Und letztes Mal. Und dann lösen. Komm in den Schneidersitz. Atmen über die Seite tief ein. Und wieder aus. Letztes Mal atmen ein und mit der Ausatmung die Handgelenke vorne ausschütteln. Und ihr habt's geschafft. Vielen Dank fürs Mitmachen. Tschüss.